Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, zum einen eine Harmonisierung des Übergangssystems von der Schule zum Beruf. Ist ja genau das, was Annette Schavan mit den Bildungsketten und wir auch gemeinsam in der christlich-liberalen Koalition angeschoben haben, dass wir gesagt haben, wir wollen, dass möglichst in allen Schulen, Haupt- und Realschulen und Gesamtschulen 3 Jahre vor der Entlassung sowas wie eine Potenzialanalyse, was sind die Stärken, was sind die Schwächen, vollzogen wird, auch mit externer Kompetenz, mit Menschen, die dann in die Schule kommen und das mit den Lehrern gemeinsam leisten. Wir wollen dann 2 Jahre vor der Entlassung in den Schulen bereits über überbetriebliche Werkstätten, dass bestimmte Berufsfelder durchlaufen werden können, sodass man zwar nicht alle 342 Berufsbilder, aber zumindest mal schauen kann, bei Kolping oder beim Handwerk, was ist bei Holz, Metall, Hauswirtschaft, Gesundheit, Verwaltung, welche Berufsfelder sind für dich spannend. Und am Ende dann auch so einen Weg dann beschreiten mit den Lehrern, mit den Eltern, mit den auch Einstiegsbegleitern, welche betrieblichen Praktika dann in den richtigen Beruf einbinden. Das ist genau die Glättung, die Harmonisierung, die wir mit den Bildungsketten umsetzen. Und das sind eben, Kollege Gehring, nicht nur 1000 Einstiegsbegleiter, die wir für diejenigen personell finanzieren, sondern 3000 Einstiegsbegleiter für diejenigen, die besondere Hilfe neben den Eltern und den Lehrern bedürfen. 3000, die es in diesem Jahr sein werden. Das Bundesbildungsinstitut hat errechnet, Frau Alpers, Alpers, Sie haben so lange geredet eben und so falsche Zahlen gehabt. Ich werde meine Rede jetzt zu Ende führen. Lesen Sie erstmal Ihre richtigen Zahlen, damit wir darüber dann auch miteinander diskutieren können. Das Bundesbildungsinstitut hat errechnet, dass die Ausbildungsvergütungen derzeit 730 Euro mit 4,6% in diesem Jahr angestiegen sind. Das zeigt auch, für die Unternehmen ist der Wert der beruflichen Ausbildung angestiegen. Wir haben insgesamt 30 Milliarden Euro, die von der Wirtschaft neben den öffentlichen Mitteln des Bundes und der Länder und der Kommunen von der Wirtschaft für Ausbildungsvergütungen, für Ausbildungswerkstätten und für Ausbilder mobilisiert werden. Und das ist das, was wir in Deutschland eben an besonderen auch Finanzierungsleistungen haben, wofür wir auch der Wirtschaft neben dem Personal danken sollten. Wir haben 342 Berufsbilder. Wir müssen aber auch feststellen, dass 88% der Auszubildenden, der Schüler sich um etwa 149 Berufsbilder bewerben. Also ist auch die Überlegung, warum haben wir 54 verschiedene allein kaufmännische Berufsbilder? Lass uns doch mal überlegen mit den Sozialpartnern, mit den Kammern, dass wir nach dem Konzept dual mit Wahl eben sagen, wir brauchen im Grunde eine Stufenausbildung, auch eine Zusammenführung von Berufsbildern, wo man eine gemeinsame Grundausbildung beispielsweise im kaufmännischen Bereich erleben kann, 1,5 Jahre, 2 Jahre, und dann darauf aufbauen kommen dann die Spezialisierungen von Reiseverkehrskaufmann, von Industrie, Groß- und Außenhandel, von allen Möglichkeiten bis hin zum Fitnesskaufmann, die es derzeit im Berufsbilderwald in Deutschland gibt. Wir wollen die Gleichwertigkeit in einem europäischen Bildungsraum zwischen akademischer und beruflicher Bildung. Und auch die EU-Kommission hat in ihrem Bericht zur Situation in Deutschland formuliert, Garant für die Heranziehung qualifizierter Arbeitskräfte und eine niedrige Jugendarbeitslosigkeit ist das duale Ausbildungssystem. So die EU-Kommission in ihrem Bericht über die deutsche Situation. Aber gleichzeitig haben wir derzeit eine Debatte mit der Europäischen Kommission, dass eben beispielsweise für den Pflegeberuf das Abitur vorgeschaltet werden soll. Und das ist ein Stück weit auch Doppelzüngigkeit, auch von Seiten der Sozialdemokratie. Wenn hier Willy Brase, alter lieber Kollege, das Hohelied der dualen Ausbildung singt, aber dann die Berichterstatterin der Sozialdemokraten im Europaparlament all diejenigen, die nicht das Abitur haben, aus der Pflegeberufsausbildung ausgrenzen will, die Tür zuschlägt für alle diejenigen, die das Abitur eben nicht vor der Pflegeausbildung haben wollen und von denen, die derzeit in Deutschland im Gesundheitsbereich, ob Hebammen, ob Pflegeausbildung, eine solche Ausbildung erleben. Von den 40.000 Auszubildenden haben 15.000 diese Voraussetzung des Abiturs und alle anderen würden durch die Sozialdemokraten, und zwar ihre Berichterstatterin im Europaparlament zu dieser Thematik, Evelyn Gebhardt, ausgegrenzt. Und am 24. Januar wird hierüber im Europaparlament entschieden. Und ob Sie es ernst meinen mit der Stärkung der
dualen Ausbildung im europäischen Bildungsraum. Das werden wir bei den Sozialdemokraten im Europaparlament am 24. Januar feststellen, je nachdem, wie Sie dann abstimmen werden. Herr Schumann, möchten Sie denn in Brüssel, anstatt hier das hohe Lied zu singen? Möchten Sie denn Herrn Rossmann die Gelegenheit zu einer Zwischenfrage geben? Herr Rossmann hat in der Regel richtige Zahlen. Deshalb lasse ich die Frage gerne zu. Herr Schumer, es soll nicht um Zahlen gehen, aber um den Konsens, den Sie am Anfang angesprochen haben. Ist es richtig, dass es in der deutschen Sozialdemokratie, im Bundestag, in den Ländern sehr, sehr viele andere Stimmen gibt, als die einzelne Stimme, die Sie von Frau Gebhardt in Bezug auf das Europaparlament benannt haben? Und schließen Sie aus, dass es genauso einzelne Stimmen auch im konservativ-liberalen Bereich im Europaparlament gibt, ohne dass wir Sie gleich entsprechend dafür gemeinschaftlich mit in Haft nehmen? Geschätzter Kollege Rossmann, das Problem ist, dass die Sozialdemokratin Evelyn Gebhardt im Europaparlament die Berichterstattung zu diesem Thema hat. Und dass also nach ihrem Votum die gesamte Sozialdemokratie im Europaparlament so abstimmen wird. Das ist dann nicht mehr eine einzelne Stimme, das ist dann die Mehrheitsmeinung der Sozialdemokraten im Europaparlament. Aber Sie können ja bis zum 24. Januar missionieren und unsere guten Wünsche werden Sie begleiten. Dann haben wir im April letzten Jahres eine Regelung entwickelt und auch als Gesetz verabschiedet, in dem beispielsweise auch die im Ausland erworbenen Berufskenntnisse anerkannt werden sollen. Ich habe mir mal geben lassen, in welchen Bundesländern denn dieses Bundesrecht, dieses Bundesgesetz, was auch ein Stück weit Integration von Menschen, die unter uns leben, die aus anderen Staaten und Kontinenten kommen, ein Stück weit sehr konkrete Integration ist, in welchen Bundesländern entsprechende Landesregelungen entwickelt worden sind. Es gibt ein Bundesland, in dem überhaupt nichts passiert ist seit April letzten Jahres. Und dieses Bundesland wird grün-rot regiert. Baden-Württemberg unter grüner Regentschaft ist das einzige Land, das noch überhaupt keine Regelung in dieser Form, in dieser Frage entwickelt hat. Und das ist auch nicht der richtige Weg, hier in der Schwätze, aber dort in Baden-Württemberg nichts tun, sondern laufen lassen, laufen lassen. Letztendlich ist die Wahrheit immer konkret. Und ich bin dankbar, dass wir dann auch mit Investitionsförderung des Jugendwohnens ein Stück weit und auch Mobilität auch europaweit für die duale Ausbildung entwickeln können. Die Grünen wollen vom dualen zum trialen System mit mehr verschulten Einheiten. Die Sozialdemokraten im Europaparlament schlagen die Tür zu für diejenigen, die das Abitur nicht vollziehen innerhalb der beruflichen Bildung. Und die Linken wollen mit einer Zwangsabgabe die zentrale Berufsbildungssteuerung. Es ist im Grunde nur die christlich-liberale Koalition, die treu und brav zur dualen Ausbildung steht. Und deshalb unterstützen Sie unseren Antrag. Michael Gerdes hat jetzt das Wort für die